Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video. Ich habe für euch heute etwas Besonderes, den Volvo V90 Recharge als T6 AWD. Und Recharge steht hier für elektrifizierte Antriebe. Das heißt, wir haben einen Plug-in-Hybrid und das Fahrzeug ist eines der Oberklasse. Ein Kombi, den man als Dienstwagen fährt oder als Familienvater, wenn man viel Platz braucht. Also wollen wir doch heute mal herausfinden, wie effizient ist denn eigentlich so ein Plug-in-Hybrid in der Oberklasse, wo man ja erwartet, technologisch nur das Beste zu bekommen. Wir fahren unseren V90 über unsere bekannte Verbrauchsstrecke, 50% Überland, 40% Autobahn mit 140 km/h Topspeed sowie 10% Stadtverkehr. Und dann wollen wir herausfinden, was verbraucht er mit vollgeladener Antriebsbatterie und was mit leerer Antriebsbatterie. Wir fahren beides hintereinander direkt und dann möchte ich euch während der Fahrt natürlich ein wenig Infos zu dem Fahrzeug geben, wie er sich so fährt, was hier so unter der Haube werkelt. Und wenn ihr Lust dran habt, dann vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn das honoriert meine Arbeit, spült uns ein bisschen hier im YouTube-Algorithmus nach oben und sorgt auch dafür, dass ich euch immer wieder neue Autos hier auf dem Kanal präsentieren kann. Vor allem aber schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Volvo V90 oder zu Plug-in-Hybriden in der Oberklasse. Ich freue mich, wenn wir diskutieren am Ende dieses Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Vorstellung zum V90 Recharge T6 AWD. Ja, einen Volvo sich zuzulegen, muss man auf alle Fälle zunächst einmal das nötige Kleingeld mitbringen. Also Volvos sind nicht günstig, aber dazu kommen wir mal zum späteren Zeitpunkt. Wer kauft sich denn sonst einen Volvo? Einen Volvo kauft man sicherlich nicht einfach nur, weil man sagt, ich will die günstigste Leasingrate oder ähnliches. Nein, du kaufst einen Volvo aus Überzeugung. Ein Volvo ist so eine Art Familienmitglied für dich. Also zumindest, was ich so im Umkreis mitkomme und da denke ich sehr stark an Arbeitskollegen von mir. Grüße gehen raus an dich, Giulio, falls du das siehst. Denn ein Volvo kauft man aus Überzeugung und aus den Werten, die diese Marke verkörpert, aus Sicherheitsgründen für die Familie, für einen selber, aus diesem kühlen Design, was sich einfach abhebt von der Masse. Man will nicht in dem Einheitsbrei unterkommen, für eine feine, hochwertige Verarbeitung und auch Fortschritt im Thema Sicherheitsassistenzsysteme, das ist es, was der Volvo auch verkörpert. Der V90 steht hier für das Aushängeschild der Marke. Er ist das Top-of-the-Line-Produkt der Schweden. Natürlich, jetzt ist Geely mit drinnen, ein chinesisches Großunternehmen. Das hat sich ja bei Volvo eingekauft und ist Hauptanteilseigner der Marke und bringt hier sozusagen auch immer wieder nicht nur Geld, sondern auch Expertise mit ein im Bereich Elektromobilität. Und jetzt fahren wir hier den Volvo V90 T6 Recharge. Der ist ein klassisches Plug-in-Hybrid-Fahrzeug, wie wir schon gelernt haben. Er besitzt eine 11,6 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, von der wir 9,1 Kilowattstunden nutzen können, die auch nur mit maximal 3,6 kW an einer Ladesäule geladen werden kann, in einer Zeit von 3 Stunden an der öffentlichen Säule bis zu 8 Stunden maximal über den Haushaltsanschluss.
Der Antrieb besteht aus einem 2 Liter Vierzylinder Benzinmotor, der mit Turbolader und Kompressor aufgeladen ist, und einen E-Motor kombiniert, der an der Hinterachse sitzt. Somit haben wir auch ein Allradsystem, und beide Leistungen werden für die Systemleistung von 251 kW und 590 Newtonmeter miteinander addiert, da sie unabhängig voneinander arbeiten. Den Standardsprint erledigt der Volvo V90 Recharge, T6 Recharge in 5,9 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei elektronisch begrenzten 180 Stundenkilometer. Hier hat sich Volvo Mitte letzten Jahres darauf geeinigt, alle Fahrzeuge auf dieses Tempo zu begrenzen. Das kann man jetzt diskutieren, wie man möchte. Ich finde es in Ordnung und auch völlig ausreichend in der Praxis. In der Praxis zeigt sich nämlich auch, dass dieser Antrieb hier wunderbar funktioniert. Also ich habe selten so ein gut abgestimmtes Plug-in-Hybrid-Fahrzeug bewegt wie den V90. Das liegt auch daran, dass man hier noch einen elektrischen Anlasser zusätzlich mit drinnen hat, mit einem Riemenstarter-Generator, der dafür sorgt, dass man erstmal so ein bisschen die Drehzahl des Motors anpasst, wenn der zugeschaltet wird. Und somit ist es so smooth, dass man gar nicht mitbekommt, wenn der Verbrenner an oder aus ist, beziehungsweise an- und ausgeschaltet wird. Also da haben sie sehr, sehr feine Arbeit geleistet. Auch die 8-Gang-Wandlerautomatik aus dem Hause ZF ist natürlich über jeden Zweifel erhaben und funktioniert einwandfrei. Das Fahrwerk sehr komfortabel und weich abgestimmt. Wir haben zusätzlich noch eine luftgefederte Hinterachse, die es optional gibt, an Bord. Und so macht der Volvo richtig viel Fahrspaß auf der Langstrecke. Fahrspaß in dem Sinne dadurch, dass man hier sehr komfortabel von A nach B kommt. Wir haben eine Doppelverglasung hier. Die Windgeräusche sind sehr zurückhaltend. Auch die Abrollgeräusche der Winterreifen, die hier drauf sind, sind sehr gering. Und auch sonst der Motor eben hervorragend gekapselt. Wir haben hier sehr viel Platz im Innenraum. Ich habe super bequeme Komfortsitze, die mannigfaltig elektrisch verstellbar sind und auch Lederpolster mitbieten. Und natürlich der Kofferraum ist auch riesig. Da geht wirklich alles rein. Der ist sogar nicht eingeschränkt durch das Batteriepaket, das hier an Bord ist beim Plug-in-Hybrid, denn das hat man hier in den Fahrzeugmittelboden eingelassen. Und somit nimmt er weder Fußraum noch Kofferraumvolumen weg. Dafür auch schon mal einen Daumen nach oben. Wir sind am Ende angekommen von diesem Video mit dem Volvo V90 Recharge. Ein sehr, sehr guter Plug-in-Hybrid, wie ich finde. Er arbeitet schön sanft und bietet uns die Möglichkeit, mit der kleinen Antriebsbatterie 50 Kilometer rein elektrische Reichweite konnte ich ermitteln auf meiner Verbrauchsfahrt, und das finde ich beachtlich. Ja, die Ladezeit ist relativ lange, weil wir eben nur wenig Strom in die Batterie laden können, aber finde ich in Ordnung. Beim Verbrauch sieht es so aus: 5 Liter Kraftstoff und 8,7 Kilowattstunden an Strom haben wir verbraucht mit vollem Akku auf unserer Verbrauchsrunde. Mit leerem Antriebsakku waren es 6,8 Liter Kraftstoff. Wir haben eine kombinierte Reichweite somit von 930 Kilometern, was ich super finde für so ein Fahrzeug. Das sind schon Dieselwerte, die wir hier haben. Wir haben aber auch einen 60 Liter Kraftstofftank. Viel Platz, es geht wirklich alles rein für Kind und Kegel. Beim Preis, ja, das ist typisch Volvo. Der Testwagen hier hat so einen Preis von knapp 80.000 Euro. Da muss man schwer schlucken. Das ist aber immer noch gegenüber einem BMW 530e xDrive Touring zum Beispiel rund 4.000 Euro günstiger. Und da muss man halt dann einfach sagen, was nimmt man? Es ist natürlich eher ein Gewerbefahrzeug, das heißt also eigentlich eher ein Dienstwagen, der eben eine günstige Steuersatz nutzend macht für den Kunden. Jetzt ist die Frage, was ihr zum Volvo V90 sagt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Ganze zu liken. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.